als ich das dann abgearbeitet habe, hat sie gesagt, okay, Herr, Frau. Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ja, ich habe schon etwas länger nichts von mir sehen und hören lassen, aber nun bin ich zurück mit einem neuen Video für euch. In diesem Video geht es darum, dass ich vor kurzem eine Psychologin besucht habe, welche sehr, sehr transphob war. Und meine Erfahrungen dazu seht ihr in diesem Video. Ich freue mich, wenn ihr dran bleibt. Wer meinen Kanal schon länger verfolgt, hat wahrscheinlich mitbekommen, dass ich leider unter Depressionen leide. Gerade aufgrund meiner Transsexualität habe ich sehr oft Probleme mit mir selbst, mit meinen Gefühlen. Und deswegen war ich im Oktober in einer Tagesklinik, um diese behandeln zu lassen. Mit mäßigem Erfolg. Aber wenn ihr darüber mehr wissen wollt, könnt ihr natürlich mir Bescheid sagen und es gibt ein extra Video zur Tagesklinik. In diesem Video geht es aber nur um die transphobe Psychotherapeutin, die ich anschließend besucht habe, nachdem ich meine Tagesklinik abgeschlossen habe. Ich habe also die Tagesklinik abgeschlossen und dort waren Psychologen, die mir eine Psychologin empfohlen haben und gesagt haben, die würde ganz gut mit mir übereinstimmen oder die würde ganz gut zu mir passen. Dann hatte ich sie am Telefon und sie war auch super sympathisch. Sie hat sich total gut angehört. Ich dachte, okay, die hört sich gut an, da gehst du mal zur Sprechstunde. Und die erste Probesitzung war dann da. Ich war sehr aufgeregt an diesem Tag und war viel aufgewühlt, weil die Tagesklinik war schon fast 2 Wochen vorbei und das hat alles noch so nachgewirkt. Und ich dachte nur, okay, jetzt gehst du da wieder zu einem fremden Menschen, du musst dich erklären. Ich habe auch nichts von meiner Transsexualität oder überhaupt irgendwas über mich im Vorhinein erzählt bei dem Gespräch. Und dann kam ich halt dort an, was mir erstmal nicht gefallen hat. Als ich in die Praxis reingerufen wurde, saß ich in einer Art Wartezimmer und ich hatte das Gefühl, dass es sich dort nicht so gut angefühlt hat. Und ich habe halt auch den Patienten, der vor mir da war, gesehen. Und ich finde, gerade in einer psychotherapeutischen Praxis, finde ich das immer ein bisschen kritisch, wenn man sich so gegenüber, also über den Weg läuft. Also man weiß, die andere Person war auch dort und hat auch psychische Probleme. Und ich finde, ein bisschen Privatsphäre, gerade was die Psyche angeht, wäre dann doch schon besser. Dann hatte ich das Gefühl, sie hat mich sehr, sehr lange warten lassen. Ich habe ihr meine Unterlagen gegeben, das Entlassungsschreiben, dann wurde ich endlich aufgerufen. Sie hat mich dann angeguckt, ich habe mich hingesetzt, habe ein bisschen über mich erzählt, kam dann auch sehr schnell zu meiner Transsexualität und dass ich aufgrund meiner Transsexualität sehr viele Selbstzweifel und Probleme mit mir habe. Und dann ging es auch schon los. Sie hat mich von oben bis unten abgescannt. Als ich davon gesprochen habe, dass ich ein sehr starkes Problem mit meiner Körperbehaarung habe, hat sie sofort auf meine Hände und auf meine Beine geguckt, ob ich da irgendwo Haare habe. Also ich habe das gemerkt, es war ein richtig suchender Blick nach etwas, was männlich ist oder maskulin. Und in dem Moment habe ich mich wirklich überhaupt nicht wohl gefühlt. Und als ich das dann so ein bisschen abgearbeitet habe mit meiner Transsexualität und ihr das so gesagt habe, hat sie gesagt, okay, Herr, Frau, und da war mir alles klar. Also sie hat zu mir Herr gesagt. Sie hat mich Herr sowieso genannt. Und in dem Moment habe ich nur nachgedacht, habe ich das jetzt wirklich gehört? Und ich dachte nur, das war doch jetzt ein Scherz, oder? Das kann da jetzt nicht echt gewesen sein. Und ich hatte die ganze Zeit das Gefühl, dass sie mich nicht ernst nimmt und dass sie überhaupt nicht in der Lage ist, mit mir ein vernünftiges Gespräch zu führen. Das Erstgespräch ging dann auch nur 15 Minuten und dann hat sie gesagt, ob ich noch weitere Fragen habe, alles klar und auf Wiedersehen. Und in dem Moment, als wir auf Wiedersehen gesagt hat, hat sie meinen Namen gesagt und da Mann rangehangen. Sie hat da Mann rangehangen. Frau Rosemann, hat sie zu mir gesagt, obwohl ich so überhaupt nicht heiße. Also sie hat mit mir etwas Männliches assoziiert. Und ich habe mich in dem Moment so falsch und so kaputt gefühlt, dass ich Ende Dezember, hatte ich sehr, sehr viele Probleme mit mir selbst, weil dieses Gespräch hat so viel in mir aufgewühlt und ich hatte nur das Gefühl die ganze Zeit, ich bin vielleicht doch nicht weiblich genug und ja, ich hatte sehr viel
Zeit gebraucht, um damit wieder klarzukommen und habe dann erst am Silvesterabend beschlossen, dass diese Psychologin nicht das Richtige für mich ist. Und ich habe dann auch gleich im neuen Jahr eine neue Psychologin gesucht, die mir empfohlen wurde, wo ich auch sehr dankbar für bin. Und das Telefongespräch war schon so passig. Ich habe ihr auch von vornherein gesagt, dass ich transsexuell bin und dass ich bei der anderen Psychologin ein Problem hatte mit der Transsexualität und ob es für sie okay wäre, jemanden wie mich zu behandeln. Und das ist schon komisch, wenn man fragen muss, ob das okay ist, wenn man so behandelt wird. Und als ich dort ankam, also als erstes hat sie mir gesagt, dass sie möchte, dass man um die Uhrzeit, wo vereinbart ist, dort ist. Denn sie möchte nicht, dass die Klienten sich im Flur über den Weg laufen. Das heißt, sie lässt den anderen erst gehen und dann hat sie noch Raum, bis der nächste kommt, damit man sich nicht über den Weg läuft. Das finde ich schon mal einen super Pluspunkt. Dann kam ich in den Raum rein und habe ihr das alles erzählt, auch dass ich bei der anderen Psychologin war. Und sie hat mich von oben bis unten angeguckt und hat gesagt, aber sie sind doch so wie jetzt dorthin gegangen, oder? Und ich habe gesagt, ja, definitiv, ich bin so wie immer, so wie ich bin, dorthin gegangen. Und sie hat nur gesagt, das kann doch nicht sein, dass du dann als Mann gesehen wurdest. Sie hat gesagt, das geht gar nicht, das kann sie gar nicht verstehen. Und dann haben wir auch noch mehr über die Psychologin gesprochen und ja, da ist noch einiges dann aufgedeckt worden. Die Psychologin hätte mir ein erstes Gutachten mitgeben müssen. Dazu sind die Psychologen heutzutage verpflichtet, ein Erstgutachten schon nach dem Erstgespräch auszustellen, wo man den Patienten einschätzt und so weiter und so fort. Und das hat die andere Psychologin alles überhaupt nicht mitgegeben. Also ich glaube, für die war schon nach unserem Gespräch klar, mit der möchte ich nicht weiter zusammensitzen, mit der möchte ich keine Psychotherapie durchnehmen. Und ja, ich hatte halt das Gefühl, ihr ging es halt mehr um das Geld als um die Person an sich. Und die andere Psychologin war so freundlich, so nett und die ist auch so ein bisschen spirituell wie ich. Und da habe ich mich einfach wohlgefühlt. Und sie hat dann auch gesagt, dass ich mir Zeit lassen soll, erstmal aus dem Gespräch rausgehen soll und drüber nachdenken soll, wie war das Gespräch mit ihr. Kann ich mir vorstellen, mit ihr weitere Gespräche zu haben. Und das fand ich halt auch sehr, sehr wichtig, dass man erstmal drüber nachdenkt, eine Nacht drüber schläft. Und auch sie hat mir gesagt, sie gehen jetzt erstmal raus, sie sind sehr aufgewühlt, gehen sie erstmal eine Weile spazieren, steigen sie nicht gleich ins Auto. Also ich habe mich sofort angekommen gefühlt. Und ich möchte einfach nur, dass ihr, bevor ihr einen Psychologen euch aussucht, prüft wirklich, ob das etwas für euch ist. Denn es kann nicht sein, dass wir als etwas gesehen werden, das wir nicht sind. Und ich hätte mich wahrscheinlich nur hingequält zu der Psychologin, die mich als Herr genannt hat. Und eine Psychologin ist eigentlich dafür da, finde ich, dass man wieder sich aufbaut, dass man in die Zukunft vielleicht blicken kann. Und das war einfach bei der anderen Psychologin nicht gegeben. Und ich hoffe einfach nur, dass ich jetzt weiterkomme und wünsche euch allen, dass ihr solche Erfahrungen nicht machen müsst. Und ja, das war auch schon mein kurzes Storytime zu der transphoben Psychologin. Die arbeitet hier in Magdeburg und ja, falls ihr weitere Infos dazu haben möchtet, fragt mich einfach. Ich werde hier keine Namen angeben, weil das Datenschutzgesetz das wahrscheinlich gar nicht zulässt. Und ja, ich danke euch, dass ihr dieses Video bis zum Schluss angesehen habt. Ich hoffe, es war interessant für euch. Falls es euch interessiert hat, dann lasst mir bitte einen Daumen nach oben da. Und falls der Kanal für euch ansprechend ist, dann lasst mir doch auch ein Abo da und drückt auf die Glocke, damit ihr weitere Videos von mir sehen könnt. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Passt auf euch auf. Wir sehen uns. Eure Jenny.